und herzlich willkommen zu meinem Kanal-Update im April. April, der macht, was er will. Ja, und so mach's ich. Ich mach, was ich will. Insbesondere spiele ich, was ich will, ja. Und pausiere auch ab und an. Und ja, ich weiß, ist nicht schön, aber so ist es nun mal. Ne? Ich möchte auch dieses Video mal wieder so gestalten, dass ich nicht, wie bisher immer, euch die Spiele, die ich auf meinem Kanal präsentiere, einfach vorstelle. Das könnt ihr in der Infobox sehen, ne, also mit dem Tag, an dem sie erscheinen, oder an den Tagen, an dem sie erscheinen. Sondern diesmal werde ich euch ein Vorschauvideo präsentieren, also ein Video mit den Spielen, die ich wahnsinnig gerne 2017 spielen würde noch. Also mit neuen Spielen, ne? Also die neu rauskommen. Und da kann es eben dann auch sein, dass ein Video wieder mal pausiert werden muss, wenn irgendeines ausläuft. Ein Video wie beispielsweise, obwohl das ist auch noch, geht auch noch ewig, aber vielleicht habe ich das ja bis dorthin fertig gespielt, zum Beispiel Final Fantasy, ne? Wenn sowas ausläuft, dann lasse ich das auch ausgelaufen, werde kein neues dann hinzufügen, ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir oder ihr schaut euch mal an, was mir so 2017 gefällt. Also es kommt darauf an, ob das überhaupt, manche Spiele, ob die überhaupt 2017 kommen oder ob die nochmal verschoben werden. Ich bin gespannt. Also, lass uns loslegen. Ja, das erste Spiel, das ich euch vorstellen möchte, ist Bard's Tale 4. Und ja, was ich so gesehen habe hier an Vorschau, ich möchte mich da auch nicht zu sehr spoilern lassen, das ist dann auch alles, was ich sehe, ist eine wundervolle Atmosphäre. Und ihr seht hier die einzelnen Charaktere, ne? Seht ihr so hier unten, auf verschiedenen Ebenen. Und die quatschen auch miteinander. Oh, ihr hört das zwar jetzt nicht, aber ihr könnt euch ja dann mal Gameplay-Videos anschauen. Und ja, ich bin wirklich begeistert. Ne? Es ist auch Rundenstrategie. Und also so wie, so ähnlich wie Might and Magic 10 oder solche Spiele, ne, oder Grimrock, denke ich zumindest, wenn ich das so hier sehe und man läuft so ein bisschen auf, ja, ich will nicht sagen vorgegebenen Bahnen, aber nicht jetzt komplett frei in der Welt herum, ne. Und was man hier auch so sieht an atmosphärischen Effekten und so, gefällt mir wahnsinnig sehr, auch hier. Wenn wir jetzt in diesen Dungeon reingehen, und
wie der sich dann wieder öffnet, ne? Wenn wir jetzt hier so weitergehen, dann kommen wieder die Charaktere, die miteinander quatschen. Und hier auch die Gegner. Ich finde das Setting wirklich gut gelungen, muss ich echt mal sagen. Wenn ich mich hier so umschaue, ne, auch das Wasser, wenn man so sieht, wie sich spiegelt, die brennenden Flammen, Kerzen, ja, Kerzen sind es nicht, Fackeln. Ne. Und man kann auch interagieren eben als Barde, ne, Bard's Tale heißt ja das. Und wahrscheinlicherweise verschiedene kleine Rätsel lösen. Ne. Ja. Also, oder? Sagt mal. Also mir gefällt das sehr gut. Also wenn eine gute Geschichte drumherum gespielt wird, erzählt wird und wenn das Kampfsystem gut ja, ausbalanciert ist, also ja, fordernd ist. Und ich sag mal auch so, wenn die Welt auch gut balanciert ist von dem, was man an Gold bekommt, an Ausrüstungsgegenständen, was man sich kaufen kann, dann könnte das ein richtig, richtig schönes Spiel werden. Ne? Schauen wir noch mal kurz ins Kampfsystem rein, damit ihr mal seht, wie das funktioniert. Und ja, da kommen die Gegner angerannt. Und ja, und dann geht es eben rundenstrategiemäßig vorwärts. Und ihr seht, das ist so, man wird so rein, man kommt so rein ins Spiel, ne? Also so mit diesen Feldern hier, ne? Also es wird so reingeblendet, ne? Und dann hat man unterschiedliche Möglichkeiten hier zu agieren, unterschiedliche Skills. Und ich denke mal, das ist dann auch ein Skillbaum gibt. Also ich freue mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig auf dieses Spiel. Wenn das denn so rauskommt, wie es, ja, das ist ohne Bugs und sowas. Na, ihr wisst ja, gibt ja einiges Verrücktes, was so erscheint in letzter Zeit. Gut, das dazu. Dann kommen wir zum nächsten. Zweites Spiel, was mich interessiert, ist Kingdom Come Deliverance. Und ihr seht schon, das sieht erstens fantastisch aus. Zweitens spielt es in einer ja, historischen Welt. Einer historisch ja, relativ korrekten Welt. Einige sind an mich herangetreten oder haben mir geschrieben, dass ich eventuell das Ganze doch als Roleplay machen könnte. Funktioniert nicht. Und zwar genau deshalb, was ihr hier seht. Also genau deshalb. Weil der Charakter spricht. Der wird sprechen und dann macht sowohl ein Roleplay, also dass ich dann irgendwie rede, als auch ein Semi-Roleplay wenig Sinn. Also dass ich direkt in den Charakter hier reintauche, funktioniert nicht. Und auch dass ich jetzt dazwischen irgendwie mal was von mir gebe, Roleplay-mäßig, es macht auch wenig Sinn, ne? Weil eben, das ist anders als bei Skyrim, ne? Da spricht der Charakter nicht. Oder auch bei Elder Scrolls Online, da gibt es keine Sprecher für den Charakter. Hier gibt es sie, ne? Ihr seht es ja hier. Und man sieht ihn auch, ne? Und ja, es ist. Da kommt die Immersion auf keinen Fall zustande. Ich habe schon mal probiert bei Deus Ex, das als Roleplay zu machen. Hat auch nicht funktioniert. Ich sag's, wie es ist. Es hat nicht funktioniert. Deus Ex würde ich auch gerne mal wieder spielen.
Habe ich gerade mal Lust drauf. So, aber wir sind hier bei Kingdom Come. Und ja, gefällt mir sehr gut, würde ich gerne spielen. Eins gefällt mir nicht ganz so. Und zwar das Kampfsystem. Das finde ich zum Beispiel bei For Honor, finde ich es besser. Ja, nee, nicht besser. nicht besser, sondern ich finde die Option gut bei For Honor, dass man die Anzeigen, wo man hinschlägt, hier ausschalten kann. Ich weiß nicht, ob es dann hier auch gibt. So dass man an ja, der Position des Schwertes sieht, wo schlägt der hin. Obwohl das ist hier wahrscheinlich, weil es nochmal hier nach oben, nach rechts und nochmal nach rechts unten geht oder links unten, ne, wie auch immer, ist es hier natürlich noch viel schwerer vorauszusehen. Ich finde schon mal gut, dass das nicht ganz so aufdringlich ist hier, aber es nimmt mir irgendwie die Immersion, wenn ich hier den Stern immer zu anschaue. Ne. Eventuell auch, was mich wirklich da... Man sieht, was mich wirklich auch freuen würde, ist es, wenn man hier die Anzeige, die Lebensanzeige nicht hätte, sondern dass die zustande kommt, dass man weiß, okay, man hat jetzt schon ganz viel an Ausdauer und Kraft verloren, indem er mehr heicht, ne? Indem er mehr atmet, schwer atmet und indem eben so hier, wie ihr seht, so die Blutspritze sind. Ne? Ja, hier sieht man nochmal so Schlossknacken und sowas, ne? Ja, wie gesagt, das Spiel hat wirklich einige gute Dinge drin, ne? Es ist auch relativ frei, kann man sich hier bewegen. Also, tja, da ist er wahrscheinlich gleich tot. Wird wahrscheinlich recht schwer sein, ne? Gut, dann auf zum nächsten. Das nächste Spiel, was ich euch vorstellen möchte, ist Battletech. Jo, ich bin ein großer Battlemech, ein MechWarrior-Fan. Hab MechWarrior 4 gesuchtet, kann man ruhig sagen. Und mag sehr gerne mit diesen Kolossen durch die Welt zu ziehen. Und da gab es mal ein Echtzeit-Strategiespiel. Auch so MechWarrior, MechWarrior 1 und MechWarrior 2 als Echtzeit-Strategiespiel fand ich super. Auch von der Story her. Und ich hoffe wirklich, dass das hier auch von der Story her in dieses Battletech-Universum reinpasst. Und wenn ich mir das hier so anschaue, auch vom Gameplay hier, ne? Also dass man mit verschiedenen Waffen unterschiedlichster Reichweite taktisch agieren muss und ja, ihr seht es hier, es ist so ein kleines Team, das natürlich wahrscheinlich wie immer gegen eine Übermacht irgendwie bestehen muss. Ne? Zurzeit ist das Ganze in der Pre-Alpha, ihr seht es oben rechts wahrscheinlich, wenn es nicht irgendwo verdeckt ist durch irgendwas. Und ja, man sieht hier, dass es eben unterschiedliche Mechs gibt, die hier, und jetzt sehen wir mal eine Attacke, die hier dann auch den Feind attackieren. Oh, es ist jetzt nicht grafisch über, richtig gut. Reicht mir aber für ein Strategiespiel. Und was man jetzt hier sieht, ist auch nicht voll hochauflösend. Schaut euch da mal einen hochauflösenden Trailer dazu an oder Gameplay-Video an. Und dann sieht man das Ganze besser. Ne? Ja, mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Das wäre
ein Spiel 2017, ist noch nicht klar, wann es genau rauskommt. Angeblich soll es 2017 rauskommen. Wäre für mich ein sehr, 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 sehr interessantes Spiel. Okay, und kommen wir dann zum letzten. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, bin ich zurzeit im Weltraumfieber mit Hegemonia, ne, zum Beispiel, und Into the Stars und Elite. Ja, und hier ein anderes Spiel, Star Citizen Squadron 42, soll eine Kampagne bieten und noch, ich glaub's nicht, und noch dieses Jahr, 2017, soll's erscheinen. No. Wenn es wirklich erscheinen sollte, werde ich es auf alle Fälle spielen. No. Ich bin natürlich eigentlich nicht so an dieser Kampagne interessiert, weil das wird eine Militärkampagne sein und ich spiele nicht so gerne einen Militärangehörigen, einen Soldaten, einen, der in irgendeiner Einheit hier ist. Sondern ich spiele lieber einen Söldner oder eventuell einen Händler, ne, wie bei Elite. Sowas ist dann eher meins. Ja, eventuell könnte man auch einen Kopfgeldjäger hier spielen. Was man sieht, ist natürlich fantastisch, ne? Wenn man mal von den ganzen Bugs noch absieht. Aber wir sind hier in einem wirklich, in einer frühen Version. Und ja, es ist, wenn Chris Roberts hat immer schon große Visionen gehabt und die sind teilweise auch nach hinten losgegangen. Und deswegen sehen viele, viele und auch ich sehe es skeptisch. Aber was man bisher sieht, es ist ein Fortschritt zu sehen und es kommen immer neue Inhalte dazu. Und es ist eigentlich genau das, was ich mir immer erhofft habe von einem Weltraumspiel. Einmal im Weltraum herumzufliegen, Missionen praktisch zu bestreiten und zum Zweiten auf Planeten zu landen und dann dort mit, ich sag's mal, mit Feuerwaffen, mit irgendwie im Shooter-Manier dort herumzueilen und dort eben auch Missionen zu erfüllen. Jetzt könnte es natürlich sein, ne, am Ende, dass ganz viele Planeten und so weiter gibt, aber dass dann einfach der Inhalt fehlt. Ich bin gespannt und wünsche euch wie immer eine wunderschöne Woche und dass alles so klappt, wie ihr euch das vorgenommen habt. und jetzt ist der Frühling, ne? Der Frühling kommt mit raschen Schritten. Und da werde ich natürlich wieder rausgehen in die Natur hinaus. Und das alles natürlich auch ein bisschen zurückfahren. Also seid bitte nicht böse, wenn irgendwie etwas pausiert oder wenn etwas eingestellt wird, ein Spiel. So die großen Spiele, die ich habe, wie Enderal, die Nordland-Trilogie, also Schicksalsklinge und auch Darkest Dungeon, das sind feste Größen, die werden auf alle Fälle weiter erscheinen. Was mit den anderen Spielen ab und an passiert, pausiert oder eventuell sogar mal was abgebrochen, kann ich euch noch nicht sagen. Ist alles zeitabhängig, ne? Also dann, ciao.